Heute gibt es mal wieder seit langem einen kurzen Real Talk von mir. Normalerweise kennt ihr ja hier von dem Channel viele lustige Vlogs. Ihr kennt aber auch hin und wieder den Real Talk dazu. Und heute denke ich mir einfach, ist es mal wieder Zeit für einen kurzen Real Talk. Weil das ist so ein Thema, das mich in letzter Zeit auf jeden Fall beschäftigt hat. Und es ist ein Thema, das mir in letzter Zeit auch sehr geholfen hat. Ihr habt schon im Titel gesehen, ich bin dankbar. Wofür bin ich dankbar? Für gar nichts. Denn ihr seid die letzten Hunde. Ich bin dankbar dafür, dass unter meinen Kommentaren nicht mehr Oje nachruhig steht, sondern keine Schwäche zeigen. Kapo. Ich gebe euch jetzt ein einfaches Beispiel für meine Situation, okay? Es kommt in meinem Beruf jetzt in dem Fall eine Situation, die mich extrem abfuckt, okay? Und ich habe mich dann so reingesteigert in diesen Gedanken, dass ich mir einfach nur noch gedacht habe, Digga, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich quitte raus. Es kam bei mir einfach sehr, sehr oft auf, dass ich mir so dachte, ey, die Situation fuckt mich so ab. Obwohl ich so eigentlich denke, hey, du hast eigentlich einen geilen Beruf, du hast eigentlich Spaß in deinem Leben und das ist doch eigentlich alles nice. Warum regst du dich überhaupt auf? Das beste Leben hat Schnauze, Digga. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, sei dankbar, egal was passiert. Du brichst dir dein Bein und fatzt ins Krankenhaus, sei dankbar. Du verlierst den Führerschein, sei dankbar. Dein Fahrrad wird geklaut, sei dankbar. Die Leute freuen sich im Chat, wenn du aus dem Bild abfasst, sei dankbar. Genau. Ist es gerade dein Ernst, dass in meinem Video, das ich hier auf Nicht-Online-Stream-Basis aufnehme, bei mir einer reinzappt? Was ein Ehrenmann! WTrix361, ein absoluter Sixer. Nee, aber um jetzt auf die ernste Lage zurückzukommen. Ich habe mir einfach mal vorgenommen, in den letzten Tagen anzufangen, wenn irgendeine stressige Situation kommt, wo ich so denke, normalerweise würde mich das jetzt stressen, habe ich mir einfach gesagt, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich es machen darf. Sind wir mal ganz ehrlich, in einer Gesellschaft wie hier in Deutschland, und ich nehme jetzt mal jemanden aus, der irgendwie behindert geboren wird oder bei dem es einfach unlucky gelaufen ist, ich nehme einfach mich als Beispiel, indem ich sage, ich sitze hier. Und ich sitze hier. Ich habe persönlich keine Probleme. Meiner Familie geht's gut. Ich habe einen guten Job. Ich bin gesundheitlich fit. Alles Dinge, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, oder dass ich genug zu essen habe, dass die eigentlich für uns selbstverständlich sind, die aber eigentlich gar nicht selbstverständlich sind. Dann fange ich an, mich darüber zu beschweren, wenn ich XY machen muss. Deswegen denke ich mir immer, jeden Morgen, ich bin erstmal dankbar dafür, dass es mir gut geht, dass ich genug zum Essen habe, dass es meiner Familie gut geht, dass ich einen Job habe und dass ich mein Geld verdienen kann. Und ich sag's euch ganz ehrlich, 100%, seitdem ich diese Einstellung verfolge mit sei einfach dankbar dafür und ich mir immer wieder, wenn mich was anfängt zu stressen, mir in Erinnerung rufe, nee, Digga, ich bin jetzt einfach dankbar dafür, dass ich das machen darf. Ich mache die Dinge tausendmal motivierter, tausendmal lieber. Es ist wirklich eine ganz, ganz verschickte Sache. Es hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment echt stumpf an, dieses Video zu machen, wo ich sage, Leute, vergesst die stressigen Situationen, seid dankbar. Aber ich sag's euch ehrlich, wenn man mal anfängt, diesen Prozess in seinem Kopf zu verinnerlichen. Man wird sich weniger aufregen und ich sage natürlich jetzt nicht, dass man über alles dankbar sein muss, was negativ passiert, ne? Stresssituationen, die uns eigentlich nicht negativ stimmen dürften, sondern positiv stimmen sollten, weil wir dankbar dafür sein können, dass wir das überhaupt machen dürfen. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Sobald es einem gut geht und sobald man eigentlich alles hat, will man immer doch noch mehr haben und man gewöhnt sich an das, was man sowieso schon hat. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, was man eigentlich alles im Leben hat. Ich möchte euch mit dem Real Talk jetzt eigentlich nicht dumm volllabern im Sinne von, Leute, seid für alles dankbar, was in eurem Leben passiert. Ich möchte euch eigentlich viel mehr so meine Erfahrungen da so ein bisschen mitgeben. Und wenn InScope ein neues Video hochlädt, sei nicht dankbar. Wofür seid ihr dankbar? Schreibt es mir in die Kommentare. Dass ich das hier auch mal ganz kurz anbringen darf. Vielen Dank im Übrigen erstmal für den ganzen Support in letzter Zeit hier auf dem Lifestyle-Kanal. Ist wirklich absolut undankbar. Ihr dürft gerne den Kanal abonnieren. Nehmt euch kein Blatt vor den Mund. Tut euch keinen Zwang an. Ihr dürft gerne abonnieren. Einfach nur aus Mitleid. Weil ihr dankbar seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid dankbar.